بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, eine wichtige Regel, mit der wir durchs Leben gehen sollten. Eine Regel, die uns das Leben verschönert und versüßt. Und schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns auch in den Dingen, die erlaubt sind, in den Dingen, die wir auch als Menschen mögen, eine Anleitung gegeben hat. Und so sagt er uns subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ. Isst und trinkt. Allah hat dir gesagt, iss und trink. Das ist nicht das Problem. Aber sei nicht maßlos. Übertreibe nicht darin. Denn wahrlich, Allah liebt nicht die Maßlosen. Und das ist eine Regel, die wir uns im gesamten Leben auch umsetzen können. Es gibt Leute, sie essen so viel, dass sie gar keine großartige Freude mehr haben auf das nächste Essen. Ich weiß noch, damals fragte jemand einen Scheich. Er sagte zu ihm, ja Scheich, was ist so besonders am Eid? Das heißt, wir essen sowieso immer und haben alles, was wir uns leisten können. Was ist so besonders am Eid? Er sagte zu ihm, ihr macht jeden Tag zum Eid, das ist euer Problem. Und daher sollte ein Muslim lernen, dass er sich auch mit Dingen zurückhält, die ihn auch schön erscheinen und die er auch mag und die er gerne macht. Warum? Damit er nicht maßlos wird in diesen Dingen und damit er überhaupt noch Freude empfindet. Als der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte, höre, was er sagte. Er sagte, Lissa'imi farhatan. Der Fastende hat zwei Freuden. Iza aftara fariha bi fitrihi. Wenn er das Fasten bricht, dann freut er sich sozusagen über die Mahlzeit, die er einnimmt. Dass er sein Fasten bricht. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Und wenn er seinen Herrn subhanahu wa ta'ala antrifft, dann freut er sich über diese großartige Tat, und das ist eine der gewaltigsten Taten, dass er sie begangen hat. Zwei Freuden. Und wenn du fastest, schmeckt das Essen. Es hat einen ganz anderen Genuss. Es gibt Leute, subhanallah, ob er Gummibärchen isst oder ein Hähnchen, das schmeckt bei ihm mittlerweile alles gleich. Warum? Weil seine Geschmacksknospen, nennt man das, glaube ich, weil sie dahin sind. Er hat so übertrieben, dass er nicht mehr Freude empfindet für etwas. Und das ist falsch, liebe Geschwister. Und das sollten wir auf alle Sachen projizieren. Wenn du zu viel isst oder dir immer die Freiheit nimmst, zu essen, wann du willst, dann hier wirst du nicht mehr so eine Freude am Essen haben. Und wenn du auch beim Geschlechtsverkehr, was erlaubt ist mit der eigenen Ehefrau, wenn du auch darin übertreibst, dann ist das nicht mehr dasselbe. Und wenn du übertreibst im Spielen, ist das nicht mehr dasselbe. Daher haben wir eine Anleitung, ein Maßstab. Übertreibe nicht und sei enthaltsam. Denn der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Ibn Majah, die umstritten ist, aber die Bedeutung ist richtig, er sagte, höre, izhad fi dunya yuhibbukallah, au yuhibbakallah. Sei enthaltsam in der Dunya, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Bedeutet, dass wenn du nicht übertreibst, du verzichtest und bist enthaltsam und machst nicht immer alles, was du willst, so wirst du eine größere Freude empfinden, wenn du es mal machen kannst. Und daher ermahne ich mich und euch, liebe Geschwister, damit wir auch verstehen, dass dieses Leben hier nicht das Paradies ist. Im Paradies kannst du endlos genießen. Aber selbst hier in der Dunya, wenn du zwei, dreimal genießt, schau, subhanallah, dass der Genuss nachlässt. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. Allah Azza wa Jal sagt, sprich, der Genuss in der Dunya ist sehr wenig. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.